Zu diesem Zeitpunkt traf Aideen auf ihr erstes Opfer, Richard Mallory, den sie mit mehreren Schwestern ermordete. Innerhalb des folgenden Jahres ermordete Aideen insgesamt noch 6 weitere Männer. Sie begründete ihre Taten damit, dass viele Männer zur Gewalt bereit waren. Oder schlimmer. Sie wollte von jedem geliebt und respektiert werden. Hallo, ich bin es wieder, die Myra, und heute haben wir eine True-Crime-Folge für euch. Wie auch schon in dem Video davor gesagt, bitte sachlich in den Kommentaren bleiben, denn es geht hier um einen echten Serienmordfall. Es geht um Aileen Carol Warnos Pryl. Zwischen 1989 und 1990 wurden 7 Männer in Florida entlang der Highways ermordet. Die Täterin war die Serienmörderin Aileen Warnos. Wer waren die Mordopfer? Das erste Opfer war Richard Mallory, 51. Dieser wurde am 30. November 1989 mit mehreren Schüssen getötet. Sein verlassenes Auto wurde 2 Tage später gefunden, seine Leiche jedoch erst am 13. Dezember. Das zweite Opfer war Richard Dick Humphreys, mit 56, getötet am 19. Mai 1990 mit 6 Schüssen. Seine Leiche wurde am 12. September desselben Jahres gefunden. David Spears, 43, war das nächste Opfer. Er wurde ebenfalls mit 6 Schüssen getötet. Seine nackte Leiche fand man am 1. Juni 1990. Das Auto wurde Tage vorher ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz entdeckt. Danach kam Charles Carskadden, 40, der am 31. Mai 1990 mit 9 Schüssen umgebracht wurde. Seine Leiche fand man eine Woche später. Dann haben wir noch Troy Burrows mit 50. Troy wurde am 30. Juli 1990 mit 2 Schüssen getötet. Seine Leiche entdeckte man 5 Tage später, am 4. August. Das sechste Opfer war Walter Gino Antonio, 62, am 19. November 1990 mit 4 Schüssen getötet. Seine beinahe nackte Leiche wurde am selben Tag gefunden, sein Auto aber erst 5 Tage später. Beim siebten und letzten Opfer handelte es sich um Peter Simms, 65, der am 7. Juni 1990 auf der Fahrt nach Jersey und Arkansas verschwand. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden, daher gab es auch keine Anklage für seinen Mord. Allerdings existieren Beweise dafür, dass auch er ein Opfer von Aileen wurde. Simms Auto wurde 4. Juli 1990 gefunden, nachdem Warnos und ihre Freundin damit einen Unfall verursacht hatten. Sie hatten zwar anschließend die Kennzeichen entfernt, aber die Polizei konnte Fingerabdrücke sicherstellen. Wer war überhaupt Aileen Warnos? Aileen wurde am 29. Februar 1956 als Aileen Carol Pittman geboren und war das zweite Kind von Diane Warnos und Leo Dale Pittman. Die Mutter Diane ließ sich wegen häuslicher Gewalt und Eifersucht scheiden, wenige Monate bevor Aileen das Licht der Welt erblickte. Ihr Vater kam später wegen Gesetzeskonflikten ins Gefängnis, wo er 1969 erhängt aufgefunden wurde. Aileen lernte ihn daher nie kennen. Als sie 4 Jahre alt war, wurde Aileen und ihr älterer Bruder Keith von ihren Großeltern adoptiert, da sich Diane nicht in der Lage als alleinerziehende Mutter führte. Fortan waren Aileen und Keith offiziell Dianes Geschwister. Der Großvater Laurie trank und hatte strenge erzieherische Regeln. Keith und Aileen bekamen die harte Erziehung oft zu spüren, indem sie mit dem Gürtel geschlagen wurden. Laurie sagte Aileen wohl auch ständig, wie wertlos sie sei und dass sie niemals hätte geboren werden sollen. Zusätzlich litt Aileen unter Mobbing wegen einer Verbrennung in ihrem Gesicht. Mit 11 Jahren fand Aileen zufällig heraus, dass sie adoptiert wurde und ihre Schwester Diane tatsächlich ihre Mutter ist. Nach diesem Vorfall war sie nicht mehr zu bändigen. Sie ließ sich nichts sagen und schlich sich oft heimlich aus dem Haus. Etwa ein Jahr später fing sie mit der Prostitution an. Im Alter von 14 Jahren wurde Aileen schwanger, denn ihre Adoptiveltern hatten ihr verboten, mit der Pille zu verhüten. Wer der Vater ist, bleibt unklar. Etwa ist es ein Freier, Peiniger oder Keith, ihr eigener Bruder oder sogar Großvater Laurie. Nachdem Aileen die Schwangerschaft beichte, wurde sie in ein Mutterschaftsheim geschickt.
Ihr Sohn kam 1971 gesund auf die Welt und wurde direkt zur Adoption freigegeben. Danach fielen Aussagen über Missbrauch, doch Aileens Verwandte bestätigten diese Vorwürfe nicht. Im selben Jahr starb ihre Großmutter Britta, was offiziell durch Leberversagen erklärt wurde. Doch aufgrund von unerklärlichen Blutergüssen vermutete Aileen, dass sie in Wirklichkeit von Laurie umgebracht wurde. Aileen brach die Schule ab und verließ ihr Zuhause. Sie verdiente weiterhin mit Prostitution ihrem Unterhalt, weil sie keinen Fuß im richtigen Arbeitsleben fassen konnte. Ab 1974 begann Aileen mit den ersten Straftaten wie Trunkenheit am Steuer. Im Jahr darauf starb ihr Bruder Keith an Krebs und nur ein weiteres Jahr später nahm sich Großvater Laurie das Leben. Aileen, nun knapp 20, reiste durch Florida und lernte den über 40 Jahre älteren Multimillionär Louis Fell kennen, den sie noch im selben Jahr heiratete. Von ihren Gewohnheiten und Straftaten ließ sie aber nicht ab und schlug auch ihren Ehemann mit dessen eigenen Gehstock. Er ließ kurze Zeit später die Ehe annullieren. In den nächsten Jahren wurde ihr Lebensstil immer dunkler, war weiterhin geprägt durch Prostitution, Drogen und Alkoholkonsum. Das änderte sich jedoch, als sie ihre Freundin Tyra Moore kennenlernte. Tyra, die bis dahin als Zimmermädchen arbeitete, hörte mit ihrem Job auf und wurde von Aileen versorgt. Jedoch war auch Aileen älter geworden und hatte Probleme, Freier zu finden und für den Lebensunterhalt zu sorgen. Dadurch wurde die Miete oft nicht bezahlt und sie mussten ihre Wohnungen regelmäßig verlassen. In der Beziehung kam es zu Spannungen und die einst tolle, verliebte Beziehung bestand nun ohne Liebe. Zu diesem Zeitpunkt traf Aileen auf ihr erstes Opfer Richard Mallory, den sie mit mehreren Schüssen ermordet. Mallory war ein verurteilter Vergewaltiger und Aileen gab später an, ihn aus Notwehr getötet zu haben. Innerhalb des folgenden Jahres ermordete Aileen insgesamt noch 6 weitere Männer. Sie ließ sich von den Freiern auflesen und fuhr mit ihnen an abgelegene Orte, um sie dort umzubringen und auszurauben. Am 9. Januar 1991 wurde Aileen schließlich in einer Bikerbar verhaftet. Ihre Freundin Tyra hatte in Kooperation mit der Polizei Telefonate abhören lassen, die sie mit Aileen führte. In diesen Telefonaten gestand Aileen die Morde. Der Prozess von Aileen Wuornos wurde von den Medien stark begleitet. Sie begründete ihre Taten damit, dass viele Männer zur Gewalt bereit waren oder Schlimmeres taten. Dadurch lockte der Prozess auch viele Feministinnen an, für die Aileen das Opfer und eine Rächerin aller Unterdrückten war. Arlene Pryle, die die öffentliche Verhandlung verfolgte, wollte Kontakt mit Aileen aufbauen, indem sie ihr einen Brief mit ihrer Telefonnummer schrieb. Aileen meldete sich zurück und so wurde Pryle bald ihr öffentliches Sprachrohr und ihre persönliche Verteidigerin. Auf Pryles Anraten suchte Aileen sich neue Anwälte. Sie gab Interviews und konnte ihre Sicht schildern. Am 22. November 1991 wurde Aileen Wuornos von Arlene Pryle und ihrem Mann adoptiert. Die neuen Anwälte schlugen vor, dass Aileen sich als schuldig an 6 Mordfällen bekennen lässt, um 6-mal lebenslänglich zu erhalten und so der Todesstrafe zu entgehen. Doch die Staatsanwälte bestanden auf eine gerechte Strafe und waren zu keinem Deal bereit. Am 14. Januar 1992 begann die Gerichtsverhandlung für den ersten Mord. Die anderen sollten getrennt bearbeitet werden. In der Verhandlung verwickelte Aileen sich in ihren Aussagen immer wieder in Widersprüche und brachte so zunehmend ihre Unglaubwürdigkeit zum Vorschein, sodass auch ihre Anwälte nichts mehr retten konnten. Die Gutachten über ihre Psyche halfen auch nicht weiter und so wurde sie schließlich in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Am 31. Januar wurde Aileen Carol Wuornos Pryle mit 35 Jahren zu Tode verurteilt. Sie wurde am 9. Oktober 2002 mit 45 Jahren durch eine Injektion hingerichtet. Aileens Leben und ihre Hinrichtung sind mehrmals verfilmt worden und werden auch in mehreren Büchern erwähnt. In ihrer Biografie kann man nachlesen, dass ihr Hass auf andere Menschen nichts mit Geschlecht zu tun hatte. Sie hasste Menschen, die sie zurückstießen und nicht akzeptierten und hatte daher die Wut an diesen Leuten ausgelassen. Natürlich wird sie gerade als Prostituierte einiges erlebt haben, was verstärkt Wut und Angst in ihr auslöste.
Sie wollte von jedem geliebt und respektiert werden. So, das war jetzt der Fall von Aileen Wuornos, einer Serienmörderin. Auf jeden Fall nicht ohne. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr von diesem Fall schon mal was gehört habt oder sogar eine Dokumentation oder das Buch gelesen habt. Ja, was haltet ihr dann von dem Fall? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, sachlich bleiben. Und danke schön wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.